Hallo Leute, mein Name ist Hotzosee und willkommen zurück zu Factorio. Oder genauer gesagt zu meiner Warptorio-Serie. Letztes Mal haben wir die Ölverarbeitung aufgebaut. Und als Nebeneffekt mussten wir feststellen, dass unsere Energieproduktion nicht ausreichend ist. Frage mich gerade, wie bekommen wir das hin? Zuerst müssen wir ja sowieso mal Wasser anschließen und ich habe hier zu wenig Untergrundrohre. Ich habe offenbar auch Kupfer in der Tasche. Wir haben noch genügend Forschungspakete. So. Wasser ist hier. Und hier haben wir Kupfer. Machen wir viermal und dann ein großes Feld an Kohle. Ich hoffe, das sollte genügen, denn wenn hier alles läuft, dann sind die zwei Boiler mit den vier Heizkesseln nicht mehr ausreichend, sprich wir brauchen zwei mehr. Und die werden wir hier mit anschließen. So. Und nun sollten wir genügend Energie haben, insbesondere wenn wir noch irgendwo ein Ölfeld finden, das wir anzapfen. Aber ich gehe mal mit dem Auto die Welt erkunden, denn falls wir hier in der Nähe Aliens haben, wie hier unten, dann sollten wir die gleich präventiv mal aus dem Weg räumen. Und ich sehe, da unten hat es noch zwei Nester. Die sind nicht übermäßig groß. Aber wenn wir schon hier sind, erledigen wir, okay, ein Nest, aber zwei Würmer, gehen wir doch das Ganze von der anderen Seite an, wo wir ans Nest rankommen, ohne dass uns die Würmer belästigen. Hier
haben wir zwei Nester und auch wieder einige Würmer. Sehr gut. Drei Nester schon mal weg. Wir haben hier doch etwas Wald. Könnte helfen. Und gelegentlich finden wir auch so eine Kiste rumstehen mit ein paar Gutes drin. Da sage ich natürlich nicht nein dazu. Zwei Nester ohne Würmer. Machen wir kurz einen Prozess. Und dann geht die Suche weiter. Auf meinem Erkundungsausflug hat sich gezeigt, dass wir hier hinten ein Ölfeld haben. 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht konzentriere ich mich auf die 4 hier, denn die sind besser zu verteidigen. So. Und dann machen wir einen Turm hinterhin. Hälfte da rein. Und ich muss, glaube ich, da dann mal Munition nachladen. Und vielleicht muss ich jetzt auch hier in der Umgebung noch etwas weiter auskundschaften. Nicht, dass wir gleich nebenan eine Alien-Basis haben, die unsere Ölförderung über den Haufen rennt. Aber die nächste Basis scheint hier unten zu sein. Da ich aber keine Munition habe, kann ich auch nicht viel dagegen ausrichten. Nun, wir wissen, wo sie ist und sollten wir was machen müssen, sind wir schnell. Okay, die Bergbaugeschwindigkeit Zwischenforschung ist auch doch. Dann schauen wir doch mal da die erweiterten Schaltkreise an. Das sollte uns jede Menge anderer Dinge eröffnen, wie unter anderem hier die nächsten Wissenschaftspakete. Schwieriges Wort. Und ich habe hier auch Schwefelsäure an den Start gebracht. Die bunkern wir vorerst einfach mal. Aber wir werden die hier rüberbringen müssen. Das sollte aber nicht so eine große Sache sein. Denn dann haben wir hier Schwefelsäure anlegen und können grundsätzlich auch Uranerz abbauen. Das werden wir auch irgendwann mal brauchen. Und wir bunkern nun einiges an Kohle. Aber wenn wir die Energieverbrauch anschauen, dann sind wir wesentlich über 4 Megawatt und die zwei Zellen, die wir hier hatten, das waren nur 3,6 Megawatt. Also das heißt,
Wir brauchen die zusätzliche Energie effektiv. Na, dann vielleicht die Batterie. Da steckt auch einiges dahinter. Und ich war hier oben etwas am Aufräumen, denn von da oben kamen das eine oder andere Alien zu uns. Aber nun sollte Ruhe sein, bis wir gehen müssen, oder zumindest wir sollten nicht so sehr belästigt werden, dass wir nochmals ausreißen müssen. Wir brauchen ja nicht nur Kohle für die Energie, sondern auch hier überall für die Öfen und die Förderer. Aber das haben wir alles im Griff. Und hier immer schön nachlegen. Ah. Das wollte ich forschen. Dann hier auffüllen, da auffüllen, da auffüllen und den Rest hier rein, damit wir auch schön Munition produzieren, die wir wahrscheinlich irgendwann dann auch verballern. Und schon wieder geht unsere Zeit hier auf einem Planeten zu Ende. Und wie ihr hier am Geblinke seht, es kommen immer wieder Aliens in unserer Basis vorbei, um zu schauen, ob es da noch etwas Blei oder... Wir produzieren unsere Magazine ja nicht aus Blei, sondern aus Eisen. Ob es etwas Eisen zu holen gibt. Und bisher funktioniert das alles einwandfrei. Und dann können wir auch hier auf dieser Seite unser Öl abräumen. Welches uns gute Dienste geleistet hat. Und wir müssen immer wieder mal etwas nachlegen. Hier haben wir sogar etwas zu viel Erz aus den Förderern genommen. Aber das können wir ja alles hier drin schmelzen. Und hier haben wir doch etwas Munition auf die Seite gelegt. Solange wir auch Eisen und Kupfer für die Fläschchenproduktion brauchen, lege ich da kein zusätzliches rein, sondern nur, wenn wir überschüssiges Eisen haben. Und wie üblich werden wir sehen, was der nächste Planet so für uns bereithält.